Es geht um Michelle, die Influencerin, und ihren Freund Matthias Höhn. Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass sich das Paar getrennt haben könnte. Matthias hatte damals sogar ein Statement dazu gepostet, es aber kurz darauf wieder gelöscht. Jetzt hat Michelle alle gemeinsamen Bilder von sich und Matthias gelöscht, und er hat es ihr gleich getan. Das hat natürlich für noch mehr Spekulationen gesorgt. Und jetzt ist es offiziell, Michelle hat in ihrer Instagram-Story das Beziehungsaus bestätigt. Sie schreibt, dass sie das tut, um zu verhindern, dass zu viele Menschen ihr wegen der Trennung Nachrichten schicken. Es habe Gründe gegeben und es sei einiges vorgefallen, erklärt sie. Außerdem sei die Trennung noch ganz frisch. Es ist gerade mal ein paar Stunden her, sagt Michelle. Sie versuche, sich abzulenken und ihr gebrochenes Herz zu heilen. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass Matthias derzeit in der Show prominent getrennt mit seiner Ex-Freundin Jennifer Reilly zu sehen ist. Das hat natürlich Spekulationen ausgelöst, dass das der Grund für die Trennung von Michelle sein könnte. Doch die hat das direkt dementiert. Es geht hier nicht um prominent getrennt, sondern um private Dinge, sagt Michelle. Das war also die Bestätigung, auf die viele von euch gewartet haben. Wir wünschen Michelle und Matthias alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie bald wieder glücklich sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.